Ja, hi, mein Name ist Soltan Dominik Krassoff, das ist die Elke. Wir sind von Wärme mit Herz und weil es heute so kalt ist, ziehen wir jetzt mal nochmal los, weil es gibt eine Menge zu tun. Ja. Ja, und ich fahr wieder mal. Dann fahren wir einfach los. Es ergab sich im Winter vor 4 Jahren eine Begebenheit, bei der ich einem Obdachlosen nicht helfen konnte. Da wurde mir bewusst, da muss man was tun. Also habe ich 2010 das Projekt Wärme mit Herz ins Leben gerufen. Wärme mit Herz holt Obdachlose von der Straße, versorgt und verpflegt sie. Und das vorwiegend in den Wintermonaten. Wir sammeln und verteilen Lebensmittel und Kleidung, die wir durch Spenden erhalten. Ohne das Internet hätte es unser Projekt so nie gegeben. Denn wir organisieren unsere Hilfsaktionen komplett über soziale Medien. Und zwar ganz unkompliziert. Ich mache einen Aufruf auf unserer Seite und zack, innerhalb kürzester Zeit melden sich Leute, die helfen wollen. Frei nach unserer Losung, gedacht, gemacht. Das Schöne daran ist, dass wir so den Menschen einfach, schnell und unbürokratisch helfen können. Wir haben bis jetzt alles hingekriegt und mehr als wir dachten. Und außerdem trifft man dabei auch ganz viele tolle Menschen, so wie zum Beispiel unsere liebe Helferin Elke Eich. Was ich schön finde, sind so diese menschlichen Begegnungen auch und auch wirklich auf Augenhöhe. Nicht so, dass man, oh, wir sind hier die Helfer und wir geben euch was zu essen, sondern einfach, dass man so ein Stück weit mitbekommt, was Menschsein bedeutet. Auch so im ganz Essentiellen.